Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, das die Buchbubble seit einigen Monaten irgendwie vermehrt betrifft. Oder ich nenne es manchmal auch überschwemmt, nämlich die Buchschnitte. Als ich Teil der Buchbubble wurde, und das war 2018 hier mit YouTube und meinem Blog, da war das Thema eigentlich non-existent. Als ich dann im April 2020 mit Bookstagram auch noch angefangen habe, hast du das ab und zu mal irgendwo gesehen. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, so innerhalb des letzten Jahres bis den letzten anderthalb Jahre hat sich das Thema Buchschnitt nochmal enorm vergrößert. Und ja, es ist eigentlich mittlerweile nicht mehr aus dem Buchbereich, aus der Buchbubble wegzudenken. Aber fangen wir doch vielleicht mal mit der wichtigsten Frage an für die, die absolut keine Ahnung haben, wovon ich gerade spreche. Ich spreche von dem hier. Ein farbiger Buchschnitt, der quasi, sich aus der Masse hervorhebt, der das Buch besonders macht. Normalerweise ist ja hier alles ganz normal cremefarben oder weiß, je nachdem, wie die Farbe der Blätter drin im Buch sind. Also hier ist halt, der normale Roman ist eigentlich cremefarben weiß. Und normalerweise sind dann halt auch die Buchschnitte in dieser Farbe des Papiers. Macht ja auch Sinn. Ja, dann wurde irgendwann, habe keine Ahnung, wer den Startschuss gegeben hat, gesagt, lasst uns doch mal die Buchschnitte bunt färben. Ja, und das ist geschehen und das ist auch in explosionsartiger Menge geschehen. Und dann sind die bunten Buchschnitte wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Es ist wirklich so, es hat sich so enorm gesteigert. Und ich weiß noch genau, die ersten Male, wo ich gedacht habe, boah, ich möchte diesen Buchschnitt haben, da gab es das immer nur in limitierter Edition und wer nicht schnell genug war, hat es nicht mehr gekriegt. Also man wird da richtig, also da wird richtig mit der Emotion und dem Jagdtrieb des Menschen gespielt. Also das ist schon sehr, sehr faszinierend. Mittlerweile, muss ich sagen, hat sich das ein wenig gelegt. Also es gibt kaum noch streng limitierte Sonderbuchschnitte. Und mittlerweile, muss man auch sagen, gibt es auch verschiedene Buchschnitte, also nicht nur verschiedene Anbieter, sondern auch verschiedene Buchschnittarten. Fangen wir doch vielleicht gerade mal mit dem ersten an, der gerade bei Verlagen aktuell sehr, sehr beliebt ist. Und das ist der Buchschnitt oder der besondere Limited Edition Buchschnitt, den es nur in der ersten Auflage des Buches gibt oder geben wird. Das war zum Beispiel wie hier bei Grave, dieser rote Buchschnitt. Beim zweiten Band war er, glaube ich, schwarz. Ich bin mir nicht mehr sicher, habe den zweiten Band nicht. Aber die ganze Reihe war eben einfarbig gehalten. Das war die Erstauflage. Welche Erstauflage auch total heiß begehrt war und auch einfach nur einfarbig war, war Dark Sigils. Das habe ich auch noch im Regal stehen. Ich wollte euch jetzt nicht mein halbes Regal hier ausräumen. Ich habe nämlich einige Buchschnitte. Aber ich möchte euch anhand von ein paar Beispielen erzählen, was ich halt meine. Ja, in der Erstauflage besonders beliebt war auch hier bei Crescent City der buchige Farbschnitt. Also auch beim zweiten Band hat man natürlich wieder einen Limited Edition Erstauflage Farbschnitt genommen. Dieser hier wird ungelogen, weil er eben so limitiert war, mittlerweile auf eBay Kleinanzeigen für 200 bis 250 Euro gehandelt, was ich absolut lächerlich finde. Das Buch gab es im Handel für 22 Euro. Mittlerweile, die zweite Auflage, haben sie wegen der erhöhten Papierpreise und der erhöhten Buchpreise im Allgemeinen und der Energiekosten der gestiegenen auf 23 Euro hochgesetzt. Aber ich meine, das ist ein 900-Seiten-Buch, da sind die 22 Euro
fürs Hardcover auch absolut gerechtfertigt, wenn man auch mal bedenkt, wie schön dieses Innenleben gestaltet ist. Also, ne, da müssen wir nicht drüber reden. 22 Euro sind völlig okay, aber das Zehnfache ist einfach nur maximal lächerlich. Und beim zweiten Band war sogar das Problem, dass die meisten Leute das halt eben vorbestellt haben, weil sie wussten, wie heiß begehrt diese Buchschnitte sind. Und ich habe es einmal bei Thalia vorbestellt und ich habe es einmal bei Amazon vorbestellt. Und so ein paar Wochen vor ET hieß es dann auf einmal, es kann nicht garantiert werden, dass sie ein Buch mit Buchschnitt kriegen. Und ich habe bei beiden Vorbestellungen, die ich wirklich über ein halbes Jahr vor Erscheinen des Buchs bestellt habe, habe ich keinen Buchschnitt bekommen. Der zweite Haken bei diesem Buch war, dass viele Buchhandlungen die Ausgaben schon eine Woche vor ET ausliegen hatten. Das hat mir dann eine Freundin geschrieben. Dann bin ich hier bei uns in die mini kleine Buchhandlung gegangen und dort lag es dann mit Farbschnitt und ich habe es mir einfach direkt gekauft, weil ich dachte, meine Vorbestellungen kommen erst nächste Woche. Wenn ich da keinen Buchschnitt habe, dann habe ich gelost. Und es wurde nirgendwo wirklich kommuniziert, dass das Buch schon eine Woche vorher überall ausliegt. Also das war damals ein Riesendrama. Ich bin mal gespannt, wie es so in einem Jahr ist, ob dann die Farbschnitte auch so, ja, heiß begehrt sind und auch wieder bei eBay Kleinanzeigen für 83.000 Euro gehandelt werden, was ich richtig, richtig asozial finde. Jetzt nur mal so meine Meinung. Dann haben wir hier auch noch eine vom Verlag aufgedruckte Buchschnittvariante. Das ist so dieser fortlaufende Buchschnitt. Also das gab es auch vom Verlag direkt und ist nicht von einem anderen Anbieter nachträglich aufgedruckt worden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es in der Erstauflage war oder nicht. Aber wo es in der Erstauflage auch war, war hier bei Kingdom of the Wicked. Da ist der originale Buchschnitt, den der Verlag quasi so verkauft hat. Und bei diesem Buch muss man auch sagen, war es mir so das erste Mal aufgefallen, dass wirklich alle möglichen Firmen auf den Buchschnittbuch mit aufgesprungen sind, weil das war so für mich das erste Buch, das es mit gefühlt 8 verschiedenen Buchschnitten gab. Ich hatte mir die Chest of Fandoms Variante gekauft und da weiß man ja vorher nie, wie es aussehen wird. Hat mir leider gar nicht so gut gefallen, deshalb habe ich es nochmal verkauft und habe mir einfach den Originalen gekauft, nachdem ich wusste, wie die ganzen anderen Buchschnitte aussehen werden. Band 2 habe ich auch mit dem Originalen gekauft, aber es gibt da wirklich, ich glaube, ungelogen 4 verschiedene Buchschnitte zu diesem Buch. Und da ich gerade schon Chest of Fandoms erwähnt habe, das war damals so der erste Anbieter, der mir aufgefallen ist, der Buchschnitte anbietet. Und damals war es bei mir das Buch From Blood and Ash von Jennifer L. Armentrout mit diesem wunderschönen Schwert- und Pfeil-Buchschnitt. Und das war nämlich auch das Problem mit, oder hier war es auch das Problem mit diesem limitierte Auflage. Also es wurde nur in einer bestimmten Anzahl gedruckt und wer nicht schnell genug war, hat halt keins mehr bekommen. Mittlerweile, Monate später, haben sie dann noch normal eine Auflage gedruckt. Aber als dieses Buch rauskam, war das Geschrei groß, wenn man keine bekommen hat. Dann gab es natürlich auch den zweiten. Den konnte man dann natürlich auch schon vorbestellen, was ich auch getan habe. Genauso wie beim dritten. Ich glaube jetzt die Shadow and Ember Reihe, die so ein kleines Spin-off zu der Blood and Ash Reihe ist, kann man auch vorab schon mit dem Sonderbuchschnitt bestellen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich würde aber sagen, ja. Dann hat die Chest of Fandoms auch irgendwann angefangen, Buchboxen zu verkaufen, in denen dann auch nur in dieser Box diese Limited Edition Farbschnitte waren. Eins davon war zum Beispiel Shadowborn. Da habe ich mir die Buchbox zu bestellt, weil ich einfach ein großer Fan von Melanie Lane und ihrem Schreibstil bin. Und es geht um Hexen und ich musste es einfach haben. Und dieser Buchschnitt ist auch einfach nur super, super schön. Also das steht auch tatsächlich bei mir so im Regal, weil ich es so schön finde. Und was die Chest of Fandoms jetzt auch gemacht hat, die hat sich extra Limited Edition nur Chest of Fandoms abgeänderte, einzigartige Bücher drucken lassen. Zum Beispiel haben sie jetzt gerade im
September, lass mich lügen, ich glaube im September war es, die, also wirklich eine Sonderauflage, die es nur bei der Chest of Fandoms gibt, in diesem Design, auch das Buch, also nicht nur den Buchschnitt, sondern auch das Buch gibt es nur in diesem Design bei Chest of Fandoms und ich hatte es ewig auf der Wunschliste und musste es dann natürlich auch kaufen, weil es einfach so wunderschön ist. Das sternenlose Meer von Erin Morgenstern, würde ich mal sagen, mit diesem wunderschönen Buchschnitt. Und dieses Buch ist auch einfach super schön designt. Also da hat sich jeder Cent gelohnt. Die haben sogar die Inlays und alles neu designt. Also da haben sie sich echt viel Mühe gegeben. Man kann über Chest of Fandoms sagen, was man möchte. Die sind vielleicht, was Kundenservice und Freundlichkeit angeht, nicht immer so auf der Höhe. Aber sie machen wunderschöne Bücher. Und da habe ich gerade auch die Tage für die Ivy nochmal was bestellt, weil sie bis heute immer noch nichts dort bestellen kann. Aber sie wurde ja nicht gesperrt, angeblich. Egal, das ist aber ein anderes Thema. Von dem nächsten Anbieter habe ich tatsächlich nur ein Buch bisher, weil ich das vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die auch mittlerweile Sonderbuchschnitte machen. Ich war ja im Blogger-Team von Annie und durfte das Buch als E-Book vorab lesen und dachte mir, ich muss diesen wunderschönen Farbschnitt haben. Ja, es tut mir leid, ich bin voll das Opfer, ich weiß das. Aber mir hat das Buch so gut gefallen und ich wollte es so oder so im Regal stehen haben. Und dann dachte ich mir, warum soll ich mir denn nicht dann einfach diese Edition mit dem wunderschönen Farbschnitt kaufen? Ich muss auf jeden Fall mal nochmal beim Buchmädchen stöbern, weil ich das, wie gesagt, gar nicht auf dem Schirm hatte und gar nicht so genau weiß, was für wunderschöne Bücher sie noch im Angebot haben. Dann gibt es natürlich noch einen weiteren Anbieter, der sich dann nennt Witch Crown. Da habe ich tatsächlich auch nur ein Buch gekauft und zwar ist das Lore. Das hat mich nämlich so fasziniert, dass dieses Buch so eckig ist. Das fand ich irgendwie einzigartig und super, super schön. Und mir hat halt dieser Buchschnitt auch mit diesem griechischen Symbol und diesem griechischen Design super gut gefallen. Da habe ich, wie gesagt, auch erst dieses Buch gekauft. Aber das liegt nicht dran, dass ich deren Design nicht mag, sondern dass die halt alle so nach und nach aus dem Boden gestampft wurden, wo Chest of Fandoms schon viel, viel länger im Geschäft war. Und ich glaube auch, dass die da einfach den Vorreiter gemacht haben. Wer aber mittlerweile richtig, richtig hart auf der Überholspur ist und sich mittlerweile zur, ich sag mal, Book-Merch-Seite meines Herzens ja, gemacht haben, ist die Bücherbüchse. Wer auf der Frankfurter Buchmesse war, der weiß auch, was ein Andrang auf dieser winzig kleinen, an diesem Messestand war. Du bist da einfach kaum dran gekommen und wenn du mal da warst, dann bist du trotzdem von allen Seiten geschoben worden. Aber ich musste mir natürlich auch dort ein Buch mitnehmen und das war, wer meine Videos verfolgt, weiß es schon, Springstorm von Marie Krasov mit diesem einzigartigen, wunderschönen Buchschnitt. Ich liebe ihn abgöttisch und ich freue mich auch schon richtig, das Buch zu lesen. Und ich finde es immer so, ja, wenn man so ein Buchschnittbuch liest, das einem so gut gefällt, dann macht das Buch irgendwie gleich nochmal mehr Spaß. Also ich bin tatsächlich ein riesen Fan von der Bücherbüchse. Ich habe da auch zum Beispiel Still Wanting You von Valentina Fast mit diesem Sonderbuchschnitt gekauft. Leider gibt es den ersten Band davon nicht mehr. Ich hoffe ja, dass der irgendwann mal nochmal nachgedruckt wird, weil ich es irgendwie immer ein bisschen blöd finde, wenn man einen Band mit Buchschnitt hat und einen ohne. Aber das sind einfach meine Zwänge und da kann auch die tolle Bücherbüchse nichts dafür. Aber wenn mich jemand fragt, ich suche einen wunderschönen Buchschnitt, wo soll ich den kaufen, dann schicke ich den auch immer zur Bücherbüchse, weil ich ja die Leute dort richtig sympathisch finde, weil ich die Qualität super finde, weil ich den Kundenservice super finde und ja, das macht für mich halt auch einfach ein gutes Unternehmen aus und ja, deshalb schicke ich immer jeden dorthin. Und jetzt kommen wir für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, zu einer kleinen Überraschung. Ich habe es extra nicht am Anfang schon erwähnt, ich habe es nur im Titel stehen, aber ich dachte mir, das ist extra für die Leute, die sich meine ganzen Videos angucken. Für die gibt es jetzt ein Gewinnspiel und passend zum ja, Book-Merch und Buchschnitt-Thema, was könnte es anderes sein? Es ist ein Buch
mit Buchschnitt. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß schon, welches Buch ich gerade verlose. Ich mache nämlich so ein, ja, Follower-Jubiläums-Gewinnspiel. Ich habe bei Instagram meinen 400. Post gemacht. Ich, ja, wollte einfach mal Danke sagen für all die lieben Nachrichten, die Tag für Tag bei mir ankommen, für all die lieben Kommentare, für die ganzen Herzchen, für die ganzen, ja, Diskussionen und Unterhaltungen und den Austausch unter meinen Videos und unter meinem Post. Und deshalb möchte ich euch gerne etwas zurückgeben. Und zwar gibt es zu gewinnen Luca und Allegra von meiner liebsten Stefanie Hasse in der Limited Edition. Die ist tatsächlich aber nicht von Bücherbüchse oder von sonst einem Anbieter, sondern die hat der Drachenmond Verlag, der das Buch rausgebracht hat, ja, selbst einen Auftrag gegeben. Es ist jetzt auch keine Erstauflage so in dem Sinn, sondern einfach, ja, eine Neuauflage, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es gab nämlich Luca und Allegra in getrennter Version und hier in dem Band wurden beide Bücher quasi zusammengefügt. Und jetzt zeige ich euch den Buchschnitt und haltet euch fest, der ist sowas von wunderschön. Einmal hier, einmal hier und einmal hier. Wie hübsch ist dieser Buchschnitt bitte? Ich werde euch natürlich auch das Buch in der Infobox unten verlinken. Die Erstauflage ist schon komplett verkauft, also die müssen jetzt neue Bücher drucken. Das heißt, so schnell kommt ihr wahrscheinlich nicht daran. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, werden die neuen Bücher erst irgendwann im Dezember da sein und verschickt werden können. Ich wollte das Buch natürlich signiert verlosen, hatte es ja auch schon vorbestellt, habe es mir dann aber nochmal auf der Messe gekauft und hatte dann eigentlich eine E-Mail geschickt, dass das bestellte Buch bitte nicht auf meinen Namen, sondern neutral signiert werden sollte. Da ist leider was schief gegangen, deshalb ist es leider auf Jules signiert. Aber es soll ja um den Inhalt des Buchs gehen oder um die, ganz oberflächlich gesehen, um die Optik. Ich denke, wenn man dieses Buch unbedingt im Regal stehen haben möchte, ist es egal, ob da jetzt Jules drin steht. Ansonsten könnt ihr halt einfach einen Sticker drüber kleben, dann seht ihr es auch nicht mehr. Aber ich möchte dieses Buch an jemanden aus meiner Community verlosen. Es ist jetzt ganz egal, ob ihr unter diesem Video etwas kommentiert oder ob ihr bei Instagram vorbeischaut und dort beim Gewinnspiel mitmacht. Ich werde alle Namen in einen großen Topf werfen und dann werde ich auslosen. Eventuell packe ich auch für ein, zwei weitere Teilnehmer noch eine kleine Goodiebox so als kleinen Trostpreis, damit nicht nur ein Gewinn ausgelost wird, sondern damit sich vielleicht auch zwei, drei Leute über eine Kleinigkeit freuen. Wie gesagt, schreibt einfach einen Kommentar oder kommt bei Instagram vorbei, teilt mein Gewinnspiel, macht und tut, wie ihr wollt. Jeder, der sich irgendwie dran beteiligt, wandert in den Lostopf. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich drücke euch ganz fest die Daumen fürs Gewinnspiel. Das läuft übrigens bis Sonntag, den 20. November, also bis nächste Woche Sonntag, heute in einer Woche. Und da wird abends dann ausgelost. Und ja, ich drücke euch die Daumen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!